So, hi, das ist jetzt Versuch Nummer 73, hier dieses Video aufzunehmen, denn alleine zu sprechen ist nach wie vor sehr schwer, weil man vergeblich einen Partner sucht, mit dem man sich austauschen kann. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Das hier wird nämlich kein Interview, wie ihr es sonst von meinem Kanal her kennt, sondern das hier ist jetzt eine kleine Review, denn ich habe gestern Nachmittag, also am Sonntag, den letzten Spieltag, hier in Hamburg, habe ich mir die Rocky Horror Show angeguckt und nehme das jetzt als Anlass, auch mal eine Review zu machen. Allein die Story, die ist schon relativ verrückt und im Laufe der letzten 40 Jahre haben sich viele Besonderheiten in die Show integriert, was ihr auf jeden Fall, falls ihr noch nie da wart, vor einem Showbesuch auf jeden Fall wissen solltet, ist, das ist eine sehr interaktive Show. Das Publikum wird eindeutig dazu aufgefordert, mitzumachen, was sich an einer Stelle halt darin äußert, dass ihr mittanzt. Also beim Lied Time Warp wird mitgetanzt, also nicht viel getanzt, sondern es äußert sich eher in ein paar Mal die Arme rauf und runter und einmal winken. Also falls ihr nicht die besten Tänzer seid, keine Angst, da gibt es noch ganz viele andere Leute, die es auch gar nicht drauf haben, aber im Kollektiv macht es halt Spaß. dann gibt es noch viele Utensilien. Ihr könnt ihr könnt euch vor Showbeginn einen solchen Rocky Horror Show Fanbag kaufen. Hier in Hamburg hat er 10 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob das überall der Standard ist oder ob es im teuren Hamburg halt einfach eine teure Tasche ist. Und diese Tasche, die ist dann mit diversen... Ups. die Tasche ist dann mit diversen Utensilien gefüllt. Unter anderem eine Wasserpistole, eine Zeitung, ein Knicklicht, Konfetti, ein Partyhut, eine Spielkarte, ich was vergessen, Toilettenpapier. Klingt jetzt erstmal nach einer Menge, ist aber gar nicht so viel im Laufe der Show. Wenn ihr noch nie da wart und nicht wisst, an welcher Stelle was vorkommt und wann, wie, wo, was geworfen werden muss, könnt ihr euch auch sehr gut an die anderen Gäste halten, denn es sind da immer viele, viele Profis bei, sag ich mal, die schon seit Jahrzehnten sich diese Shows angucken, egal wo es aufgeführt wird. Auf dem Weg zum Theater habe ich eine ältere, ja, schon rustikale Frau getroffen, die auch auf dem Weg zum Theater war und mir dann erzählt hatte, dass sie schon seit 40 Jahren sich diese Shows anguckt und auch immer wieder dorthin geht, was ich schon mal erstmal sehr, sehr, sehr cool fand, weil das ja jetzt auch mal ein Thema ist, was früher noch sehr anstößig war, was heutzutage jetzt schon gar nicht, also diese ganze Fetisch und diese ganze versexte Geschichte, das war ja damals ein Riesending irgendwie und heutzutage ist das ja schon fast Normalität irgendwie. Wenn ihr allerdings schon Fortgeschrittene seid in der Show und es vielleicht schon ein paar Mal gesehen habt, dann könnt ihr anstelle nur Sachen zu werfen oder euch was auf den Kopf zu setzen, könnt ihr auch dann gerne an den richtigen Stellen auch Sachen reinrufen, was im Kollektiv auch immer ganz, ganz gut ist. Zum Beispiel, wenn die Figur Eddie erwähnt wird, halt es dann immer mit einem Psch. Oder bei der Erwähnung von Dr. Everett Scott immer mit einem Hu durch den Saal. Und das kann man so weiterführen. Zum Beispiel der Erzähler, der wird immer mit einem Boring berufen. Denn immer wenn er auftritt, ist halt der Vorhang zu. Oder die meiste Zeit ist dann der Vorhang zu. Und erzählt dann auf Deutsch tatsächlich, was gerade so ein bisschen Sache ist. Vielleicht um die Leute, die nicht so gut Englisch können, so ein bisschen wieder in Spur zu bringen. Falls euch ein Abend oder ein Nachmittag im Theater zu teuer ist oder die Show nicht in eure Nähe kommt und ihr eigentlich gar keine Möglichkeit habt, euch das anzusehen, kann ich euch aber empfehlen zu schauen, ob bei euch in der Nähe ein Kino den Film vorführt oder auch im Sommer ein Open-Air-Kino. Ich kenne das aus meiner Heimatstadt.
Da gibt es jedes Jahr im Sommer ein Open-Air-Kino, wo die Rocky Horror Picture Show mindestens zweimal aufgeführt wird. Und das ist auch immer ein ganz großes Spektakel, denn es kommen immer sehr viele. Genau, wenn du verkleidet nämlich hinkommst, dann ist der Eintritt umsonst. Und das ist nochmal eine Schippe drauf als im Theater. Also im Theater kommen auch verkleidete Leute, da werdet ihr auch ein paar Frankenfurter, Eddies und Magentas antreffen. In meiner Heimatstadt im Open-Air-Kino, zusätzlich zu den Sachen, die auch im Theater geworfen werden, rasten in so einem Open-Air-Kino einfach alle völlig aus und da wird noch mehr geworfen, da gibt es dann auch noch Reis und Mehl wird geworfen und Toast wird geworfen und ganze Rollen an Klopapier, und wenn es zur Hälfte des Films noch nicht aussieht wie auf dem Schlachtfeld, dann war es ein beschissener Abend. Also es muss einfach richtig abgehen, und wie gesagt, wenn ihr euch den Theaterbesuch nicht erlauben könnt oder die Show nicht in eure Nähe kommt, dann schaut bitte, dass ihr den Film irgendwo im Kino oder im Open-Air-Kino sehen könnt, denn das ist echt ein Erlebnis. Als ich das erste Mal im Open-Air-Kino für den Film war, wusste ich überhaupt nicht, was abgeht. Plötzlich, als der Film gerade anfing, packt ein Typ neben mir einfach so einen Beutel Reis aus, und ich habe ihn nur so angesehen und wahrscheinlich ein bisschen fragend geguckt, weil ich wusste wirklich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Der war aber cool, der Typ, weil die Veteranen quasi, die das schon öfter gesehen haben, helfen einander quasi, also den Neulingen, um den Einstieg zu schaffen. Und er hat mir diesen Reisbeutel einfach in die Hand gedrückt, und ich habe ihn aber gefragt, ja, aber warum? Wofür? Also warum brauche ich das denn jetzt? Und er guckt einfach nur so, wirst du schon sehen. Und ja, man wird halt einfach mit eingesogen und man wird auch direkt von anderen Gästen mit integriert quasi. So, dann komme ich jetzt zu Cast. Und zwar ist diese Tour ja jetzt die Ära nach Rob Fowler, der ja seit Anfang der Tour als Dr. Frankenfurter dabei war. Und ich muss sagen, mir hat die Cast sehr, sehr gut gefallen insgesamt. Ich werde jetzt nicht auf alle einzeln eingehen, sondern nur auf ein paar bestimmte, und das muss dann reichen. Felix Moss ist als Brad Majors dabei, der hat mir sehr gut gefallen. Er passt optisch toll in die Rolle rein, hat eine schöne Gesangsstimme und hat auch ein sehr tolles komödiantisches Talent, was in manchen Szenen sehr, sehr erheiternd ist. Zum Tag meiner Vorstellung hat Jenny Perry, die eigentlich im Ensemble spielt, die Magenta gespielt, und die ist auch einfach nur richtig hart abgegangen und hat auch Szenenapplaus gekriegt, was ja in deutschen Theatern auch nicht gang und gäbe einfach ist. Dann komme ich jetzt einmal zum Veteran in der Tour, und zwar ist das Stuart Matthew Price, der seit Anfang der Tour damals in 2008, glaube ich, den Riff Raff verkörpert. Und ich habe ihn in den vergangenen Jahren auch schon zweimal in der Rolle gesehen. Und ich kann einfach nur sagen, jedes Mal aufs Neue ist es Gänsehaut und wirklich atemberaubend, was dieser Typ einfach für eine Stimme hat. Ganz besonders bei There's a Light, wenn Riff Raff sein Solo singt, ist das einfach unglaublich, was der da abliefert. Der am Ende seines Solos geht schon der Scheinwerfer aus und der steht da eigentlich im Dunkeln und hält diesen Ton einfach immer noch und steht da und man hört ihn immer noch singen. Dabei ist er gar nicht mehr im Fokus eigentlich. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Also er ist sehr im ganzen Geschehen halt drin. Dann komme ich jetzt zu guter Letzt zur wahrscheinlich zur mitbeliebtesten Figur und halt auch zur größten Änderung, denn wie gesagt, Rob Fowler ist ja nicht mehr dabei. Stattdessen ist jetzt Gary Tuschow dabei und als Frankenfurter zu sehen. Und ich muss sagen, man kann Rob und Gary
nicht vergleichen. Die haben einen ganz anderen Stil, wie beide das spielen. Rob hat damals, er war mehr so der Rockstar auf der Bühne. Gary Two Show dagegen ist eher, er hat mich sehr an den jungen Tim Curry erinnert vom Grundprinzip. Er ist ein fantastischer Schauspieler, er ist wirklich ein ganz, ganz toller Schauspieler und hat auch eine schöne, tiefe und kräftige Baritonstimme, was wirklich sehr cool für diese Rolle ist. Genau, also mir hat es insgesamt sehr, sehr gut gefallen von der Cast. Bei meiner Vorstellung war Martin Semmelrogge der Erzähler. Martin Semmelrogge hat ja so einen ganz, ganz eigenen Charme. Also entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht. Ich persönlich sehe ihn immer als, oder wenn ich ihn höre, sehe ich ihn immer als Randall aus Die Monster AG. Was das Stück, wo es ja eh ganz verrückt zugeht mit Aliens und Monstern und so, machte die Sache dann noch ein bisschen absurder irgendwie. und was ich nicht vergessen darf zu erwähnen, die Band, die ja mit auf der Bühne ist, also auf der Bühne, über der Bühne vielmehr, die rockt so unglaublich und die Jungs, die da oben stehen und spielen, die sind da so mit Feuereifer bei und da sieht man, dass das richtige Musiker aus Leidenschaft sind und das tut der Sache nochmal extra gut. Dann komme ich jetzt zu einem kleinen Fazit und zwar würde ich jedem empfehlen, wer die Gelegenheit hat, die Rocky Horror Show sich anzugucken, weil es gerade in deiner Stadt oder in der Nähe ist, guck es dir auf jeden Fall an. Es ist ein kurzweiliges Vergnügen mit sehr viel Spaß, mit sehr viel Interaktion. Man lernt auch ein paar Leute kennen, einfach aufgrund dessen, dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt mit den Leuten. Und wenn ihr das allererste Mal in Kontakt tretet mit der Show und ihr irgendwann an irgendeinem Punkt euch denkt, so, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade abgeht, das ist nicht schlimm. Viele wissen einfach nicht, was da gerade abgeht. Ihr seid da nicht alleine mit. Was mir nochmal aufgefallen ist, wenn ihr sehr anfällig seid für laute Musik, also wenn ihr das nicht so gut abkönnt, dann solltet ihr auf jeden Fall irgendwie Ohrstöpsel irgendwie mit dabei haben, vorsichtshalber, denn die Show, die ist wirklich sehr, sehr laut. Und ich glaube nicht, dass das daran lag, dass ich vorne in der vierten Reihe saß, direkt an der rechten Seite, direkt an den Boxen vor mir. Die ist, glaube ich, auch generell lauter als andere Shows. Und auch nicht zu empfehlen ist die Show, wenn ihr irgendwie anfällig für Epilepsieanfälle seid, denn es gibt immer sehr viele Lichter und viel blinkt und viel Rauch und dann nochmal ein Blitzeffekt und dann noch hier Licht und da Licht und das könnte einen leicht überfordern, sage ich mal. Zum guten Schluss möchte ich mich einmal bedanken und zwar bei Gordon Gesatzki, der mir die Karten zur Verfügung gestellt hat. Ich kenne Gordon noch damals aus unserer gemeinsamen Zeit beim Starlight Express und es war sehr schön, dich wiedergesehen zu haben und ein halbes Stündchen mit dir zu quatschen und ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu sehr 20 Minuten schon wieder. Ich glaube, ich muss da immer mal wieder ein bisschen was rausschneiden, denn sonst ist das einfach zu viel Laberei. Ich könnte noch sehr viel mehr irgendwie drüber erzählen und werde ich aber nicht. Wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, ansatzweise, oder wenn diese Review eine kleine Hilfe für euch war, sich zu entscheiden, sich die Show anzugucken oder sich zumindest den Film aus den 70ern zu kaufen oder zu leihen oder in einem Kino oder in einem Open-Air-Kino zu sehen, lasst es mich gerne wissen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert unten. Habt ihr es schon gesehen in der Tour? Vielleicht nicht. Vielleicht habt ihr Hamburg gerade verpasst, aber sie kommen nächstes Jahr wieder zurück nach Hamburg. Von daher für alle ist gesorgt, auch nach
dem Erscheinen dieses Videos. Ja, lasst mich einfach wissen, was ihr denkt. Bis vielleicht zur nächsten Review. Bis bald. Ciao.